Ravensbrück ums Leben gekommen ist und auch in Ravensbrück geschrieben hat. Es haben sich viele Gedichte aus Ravensbrück erhalten, aus dem Konzentrationslager, weil eine Eisenkappler-Botanikerin, die Frau Dr. Angela Biskernik, die die erste, zu den ersten Frauen gezählt hat, noch vor dem Ersten Weltkrieg, die an der Universität Wien doktoriert haben, also eine ganz seltene Erscheinung aus Bad Eisenkappler oder aus Eisenkappler, die sich im Konzentrationslager Ravensbrück die vier Gedichte auswendig gelernt hat von meiner Großtante und dann nach dem Krieg die Gedichte publiziert hat. Ein Gedicht hat sich erhalten, das auch ich zur Gänze zitiere, weil Katharina es an ihre Schwester Urscha geschickt hat, die auch also zu den ältesten Mädchen von unserem Hof gehört hat. Und sie hatte aber das Talent gehabt, sie konnte immer so Melodien dazu erfinden zu den Gedichten, hat auch selber geschrieben, Theaterstücke und Gedichte, obwohl sie Analphabetin war. Das heißt, am Tag, schreibe ich auch ganz kurz, am Tag hat sie bei der Feldarbeit sich also Reime ausgedacht und dann hat sie am Abend das dem Mann diktiert und er konnte schreiben und so sind auch ein paar Dinge geblieben. Ne? Und mein Onkel, der Anton Haderlapp, ist ja auch ein Dichter, ist ein begeisterter Jäger und hat angefangen auf der Birsch und wenn er da gesessen ist und wartet hat, dass irgendein Tier kommt und isst und ihn oder nicht am Staunen. Schrecke eher meine brüchige Stimme. Vater lacht auf. Ein gequältes, kurzes Lachen bricht aus seinem Hals. Dann sagt er zum Provokateur, ich bin ein Bandit und du bist ein Trocken. Gleich hole ich mein Gewehr, droht der kriegerische Verteidiger an unserem Tisch und springt erneut auf. Wenn du es holst, kannst gleich zu Hause bleiben, sagt die Wirtin mit fester Stimme. Ich rufe sofort die Polizei auf der Stelle. Die Frontlinie ist durchbrochen. Die Kampfreihen beginnen sich aufzulösen. Ich bitte Vater zu zahlen und möchte auf der Stelle gehen. Vater hebt abwehrend die Hand. Wann ich gehe, bestimme ich, sagt er. Tine schiebt sein Getränk in die Mitte des Tisches. Zahlen, ruft Vater nach einer Schrecksekunde. Dabei wirft er das Geld auf den Tisch. Die Wirtin hält mit zitternden Händen den Kassablock und rechnet den Betrag aus. Vater gibt großzügig Trinkgeld und versucht aufzustehen. Er schwankt. Irgendwo muss noch eine Schachtel mit Lebensmitteln sein, sagt er. Die dürfen wir nicht vergessen. Ich halte ihm seine Winterjacke hin und deute auf die Einkaufsschachtel auf dem Boden. So, sagt Vater, nachdem er die Schachtel aufgehoben hat. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Er scheint zu überlegen, ob er der gegnerischen Tischrunde noch etwas hinwerfen soll, aber nachdem ihm offensichtlich nichts einfällt, öffnet er die Tür.